In diesem Video zeige ich dir, wie du dir in Logic den typischen 808-Sound bauen kannst. Ich zeige dir, welche Parameter am wichtigsten sind, damit du mehr Klick in deinen Sound bekommst, damit du ihn aggressiver machen kannst und wie du bewirken kannst, dass er glidet, bzw. wie du das in dem Piano Roll Editor einzeichnen solltest. Wenn du Logic nicht benutzt, aber einen vergleichbaren Synthesizer in deiner DAW hast, sollte es für dich auch möglich sein, das in ungefähr so nachzubauen. Ich bin Martin von SongwriterOnline.com. Wenn du zum ersten Mal hier auf dem Kanal bist, herzlich willkommen. Hier geht es um Mixing und Musikproduktion. Wenn dich das interessiert, dann hack auf jeden Fall jetzt den Abonnieren-Button rein und wir legen jetzt los. Das erste, was du in Logic machen musst, ist dir den Synthesizer ES2 zu öffnen. Das ist dieser hier. Und hieraus bauen wir uns jetzt unseren 808-Sound. Ich zeige dir jetzt, welche Parameter du nacheinander einstellen musst, um diesen 808-Sound zu bekommen. Als erstes gehst du hier unter Standardeinstellungen und gehst dann auf Tutorial Settings. Und hier suchst du dir Analog Saw Initial raus. Das loggen wir ein. Im zweiten Schritt stellen wir dann hier unseren Synthesizer auf Mono, damit unsere 808 nachher nicht unseren ganzen Mix zu matcht als Stereospur. Deswegen ganz wichtig, bitte erst auf Mono stellen. Der nächste Schritt, den wir machen, ist, dass wir uns hier in diesem Oszillator eine Sine Wave raussuchen, denn nichts anderes ist eine 808 im Prinzip. Als nächstes gehen wir hier runter zu unserem LFO-Router. Und du hast hier in diesem ES2 hast du 10 verschiedene Sektionen. Und da kannst du jeweils 3 verschiedene Parameter einstellen. Target, Wire, Source und auch die Intensität. Und du suchst dir hier bitte die zweite Sektion raus. Gehst über Wire oder Via und schaltest dann hier diesen Parameter aus. Und unter Source, also unsere Zielquelle sozusagen, suchen wir uns Envelope 1 raus. Als nächstes gehen wir noch etwas weiter runter und zwar hier in diesen Envelope und dort stellen wir uns unsere Decay-Zeit auf ca. 24 Millisekunden ein oder 48, ist egal. Und dann sollten wir eigentlich schon einen 808-Sound haben. Okay, das war's jetzt im Prinzip schon. Was du jetzt noch machen kannst, ist deinem 808-Sound ein bisschen mehr Klick am Anfang und auch ein bisschen mehr Aggressivität hinzuzufügen. Den Klick bekommst du hier über Envelope 3 hier unten und zwar über die Attack-Zeit. Wenn du die Attack-Zeit länger machst, dann wird der Klick weniger. Ja, ich schlage jetzt mal hier an. Du hörst jetzt am Anfang noch diesen Klick. Das kann man mögen, muss man aber nicht. Wenn ich die Attack-Zeit hier zurückfahre, dann wird der weicher vom Anschlag her. Nochmal mit Klick. In der Regel hat man es aber eher etwas weicher. Um den Sound noch etwas aggressiver zu machen, gehst du hier oben in Distortion, den Distortion-Parameter. Und den fahren wir jetzt einfach mal hoch. Je nachdem, wie du das gerne haben möchtest, war jetzt vielleicht ein bisschen viel für meinen Geschmack. Kommen wir zum Schluss noch zu den Glides. Das geht hier im ES2 über diesen Parameter hier. Hier siehst du auch schon, hier steht Glide. Wenn ich den hier hochfahre, dann kannst du hier lange Glidezeiten oder kurze Glidezeiten oder Glitches einfach einstellen. Geh mal hier einfach, mach's relativ lang. Ich mach's mal ein bisschen höher, wird mir's besser. Das ist jetzt sehr, 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 sehr lange Gleitzeit. Du kannst sie natürlich auch kürzer einstellen. Wenn du das jetzt einzeichnen möchtest in deinem Piano Roll Editor, dann musst du Folgendes machen. Oder so machst du es zumindest am besten. Ich zeichne jetzt hier mal einfach mein C. Naja, machen wir mal hier C1.
Nee, noch, ja, C0, Entschuldigung. So, das ist unser C hier. Und wenn du jetzt ein Glide einbauen möchtest, dann ist es am einfachsten, wenn du diese Note, wo du hingleiten möchtest, einfach drüber zeichnest. Also du musst gar nicht hier irgendwie das hier kürzer machen, die Note. Du lässt den jetzt einfach hier so lang liegen oder so lang, wie du die Note haben möchtest und baust dann jetzt hier dein Glide ein. Ich mache jetzt einfach mal eine Oktave und zeichne die jetzt drüber, ja. Da können wir dann ein bisschen länger machen. Ja, einfach drüber zeichnen und können wir vielleicht hier am Schluss noch irgendwie eine andere Note einzeichnen, wo auch hingleitet. Okay, so zeichnest du am einfachsten im Piano Roll Editor Glides ein. Also einfach die Note drüber malen und dann glidet er an die entsprechende Zielnote eben hin. Gut, dann gehen wir einfach nochmal durch, was wir gemacht haben. Also, als erstes brauchst du das Preset Analog Saw Initial. Dann stellst du den ES2 auf Mono. Das ist wichtig, damit dir der Bass, gerade bei so einem Bass-Sound oder Bass-Drum-Sound, ist es ein bisschen heftig, wenn er Stereo ist. Also, dann musst du ihn auf Mono stellen. Im Oszillator hier stellst du hier die Sine Wave ein. Dann gehen wir im nächsten Schritt hier runter in unseren LFO-Router und hier gehst du dann in den zweiten Abschnitt, stellst Wire off, stellst die Source auf Envelope 1, dann die Attack-Zeit etwas länger machen, hier in Envelope 1, in meinem Fall waren es jetzt 24 Millisekunden und wie gesagt, ganz wichtig, über den Envelope 3 hier im ES2 kannst du über die Attack-Zeit auswählen, ob dein Sound mehr Klick hat oder weicher ist, oder ob du mehr Distortion möchtest, ob du ihn aggressiver machen möchtest. Im letzten Schritt kannst du dann noch hier einstellen, wie schnell oder ob er überhaupt gliden soll. Oder ob er eben gar nicht glidet. Das war schon. So stellst du deinen 808-Sound in Logic im ES2 ein. Ja, war ein richtig kurzes Tutorial, aber muss ja auch mal sein. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, gib mir einen Daumen nach oben, teile es mit jemandem, dem es weiterhelfen könnte. Oder am meisten freue ich mich natürlich über ein Abo und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Video. Bis dann.